Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich mal Topaz Photo AI vergleichen mit dem DxO Pure Raw 2. Ich habe da mal ein Bild vorbereitet und das hat 12.800 ISO und das möchte ich dann halt jetzt mal vergleichen, welches Programm da den besseren Job macht. Okay, von daher gehen wir mal runter auf den Desktop und schauen wir mal. Ja, wie ihr seht, habe ich hier schon ein Bild vorbereitet. Das ist das hier. Können wir mal auf Informationen klicken, gucken, ob da irgendwelche Sachen stehen. ISO zeigt ihr jetzt hier gar nicht an. Es hat aber 12.000 ISO. 12.800 ISO. Steht hier jetzt leider nicht mit bei. Aber ihr müsst mir das jetzt mal glauben. Ich ziehe das mal kurz hier rüber. Ich habe hier schon beide Programme geöffnet. So, hier ziehen wir das Bild einfach rein. Und dann lassen wir das Bild einfach entwickeln. Machen hier das Bestmögliche. Also Deep Prime ist das Beste. Geben das wieder als RAW-Datei aus und im Originalordner, ja genau, entwickeln. Dauert hier einen Moment, 14 Sekunden, eigentlich wirklich recht schnell. Werden da auch die Noise mal mitprobieren. Ja, Ergebnis ansehen. So, das ist hier die Original-RAW-Datei. Ja, also das sieht schon ganz gut aus, was er draus gemacht hat. Okay. Gut, damit wäre Pure RAW fertig. Dann schmeißen wir das Ganze mal hier rein. Werden hier auch die Standardeinstellungen lassen, werden hier gar nichts ändern. Wo schreibt er das denn jetzt hier überhaupt hin? Habe ich jetzt Originalfolder? Genau. Dann sollte das auf dem Desktop auch wieder landen. Dauert hier allerdings ein bisschen länger. Aber es hält sich auch noch in Grenzen. Es schärft hier jetzt natürlich mit und rauscht das. Ja, also ich habe da, wie gesagt, Standardeinstellungen gelassen, so wie er das erkennt. Danach machen wir noch die Noise, um das halt mal dann genauer zu vergleichen. Ja, wie ihr gesehen habt, dauert es doch ein bisschen länger. Gut, dann wie gesagt noch einmal die Noise. Und auch da ziehen wir die Datei rein und lassen das machen, was er denkt. Und speichern das. Überschreiben wollen wir nicht. Ja, Output Directory. Sollte der auch auf dem Desktop speichern. Auch hier das geht relativ fix. Ja, wie bei Pure RAW auch. Und damit hätte er das auch abgeschlossen. So, jetzt werde ich die importieren in Lightroom. Also wir haben drei Dateien, das ist ja die Originaldatei, die übernimmt er jetzt natürlich nicht.
werden hier mal einen separaten Ordner nehmen. Machen wir hier mal einen neuen Ordner erstellen. Und zwar nennen wir den Vergleich. Das reicht, mehr braucht man nicht. Und den wählen wir aus. Und da werden wir die drei Dateien hin importieren. So, jetzt haben wir die drei Dateien. Das ist jetzt hier die Noise. Da haben wir Photo AI. Und hier haben wir die Prime. So, ich werde mal schauen, obwohl die Originaldatei braucht man jetzt nicht unbedingt, werden das jetzt das Ganze jetzt mal vergleichen. Und zwar die Noise mit die Prime. Gehen hier beides mal aufs Auge. Und schauen uns da mal den Vergleich an. Also ich würde sagen, von der Schärfe her macht die Noise da einen etwas besseren Job. Ja, also das ist etwas klarer. Im Gegensatz hierzu. Wie sieht das mit dem Rauschen aus? Da machen die beide einen guten Job. So ungefähr ist das. So, noch mal raus. Wir gehen mal hier auf die Schnabelspitze. Ja, also da muss ich sagen, macht die Noise einen etwas besseren Job. Ja, wenn wir uns das mal insgesamt so anschauen, farblich unterscheiden die sich auch. Hier haben wir halt die Lens Correction mit drin. Deswegen haben wir hier keine Randabschattung mehr oder fast keine mehr. Hier haben wir es natürlich nicht. Das sollte man natürlich bedenken. Ja, wir gehen mal hier aufs Nasenloch. Also ich würde sagen, farblich ist das ungefähr gleich. Hier ein Tick heller, hier ein bisschen gesättigter. Aber ansonsten tut sich da nicht viel. Ja, jetzt werden wir mal Photo AI hier reinziehen. Und das mal im Gegensatz dazu sehen. Es ist auch schärfer, allerdings gibt es hier schon ein paar kleine Artefakte, würde ich sagen. Ja, also das ist nicht mehr ganz so hübsch. Ja, ein bisschen zu viel Klarheit hier drin im Auge. Ansonsten die Haare natürlich wesentlich schärfer. Ja, weil der macht da halt doch einiges im Standard. Gehen wir hier nochmal aufs Nasenloch. Schauen wir uns das auch nochmal an. Ja, also wesentlich schärfer. Vom Rauschen her ist das hier ein bisschen klarer. Also wie ihr seht, hier oben 12.800, dass ich da nichts Falsches erzählt habe. Aber auch hier ist die Lens Correction natürlich nicht aktiv. Ja, das müsst ihr dann halt noch nachträglich machen. Also es sieht eigentlich auch recht gut aus. Also hier ist eigentlich schon ein bisschen zu viel des Guten. Na, schauen wir noch mal das war die Noise, genau.
Also die Noise macht aus meiner Sicht da auf jeden Fall einen etwas besseren Job. Guck mal hier nochmal aufs Auge. Sieht auch wesentlich besser aus als mit Photo AI. Allerdings ist auch hier ein wenig, weiß nicht, wie man sagen soll, scheint irgendwie so ein Schein um den Baum zu sein. Also da dieses Weiße, das sieht halt irgendwie ein bisschen zu viel Klarheit, scheint es mir. Und dann halt hier, also da ist es auch nicht ganz sauber. Da gefällt mir das natürlich da besser. Das kann man natürlich hier noch nachschärfen, ne? Sollte man natürlich immer bedenken. Ich würde sagen, wir wählen jetzt hier das Bild einfach mal. Ne, das war nicht, das ist es, genau. Wir werden das jetzt hier einfach mal nachschärfen. Ich gehe immer so auf 80. So mein Standard. Zoomen wir mal ein bisschen rein. Dann Details. Dann die Maskierung. Und dann sieht das schon gar nicht mal so schlecht aus. So, jetzt würde ich sagen, wir vergleichen das jetzt noch mal mit Denoise. Ja, und da sieht das dann schon wieder anders aus. Ja, also von der Schärfe her sind wir jetzt ungefähr auf dem gleichen Niveau. Schauen dann nochmal das Nasenloch. Ja, wir haben hier eigentlich relativ viele Details. Ich würde sagen, jetzt gefällt mir sogar das von Deep Prime besser. Ja, auch hier im Nasenloch sieht man wesentlich mehr als hier. Es ist halt dann natürlich Geschmackssache. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder nach oben. Ja, wie ihr gesehen habt, viel Unterschied ist da nicht. Ja. Die Noise und Photo AI, die tendieren da halt immer ein bisschen zu viel zu machen, also zu viel zu schärfen, zu viele Details daraus zu holen. Ich sag mal, wenn das Bild schon von Grund auf scharf ist, muss man da aufpassen, wenn man da in die Noise reingeht oder halt Photo AI, weil der macht da sonst zu viel. Da muss man dann halt zurückregeln. Vorteil ist natürlich bei den Topaz-Produkten, ihr habt da wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten. Ja, das habt ihr halt bei Deep Prime nicht. Da wählt ihr halt unter drei verschiedenen Stufen, sage ich mal, und das war's dann. Ja, müsst ihr dann halt sehen, was dabei rauskommt. Lens Correction wird schon ausgeführt. Ja, der lädt sich da halt immer für die ganzen verschiedenen Objektive die Profile darunter und wendet die auch an. Kann man aber alles nachträglich auch machen in Lightroom. Also von daher muss das jeder für sich selber entscheiden. Ich habe es jetzt einfach mal gekauft, weil gutes Angebot. Und zwar werde ich da unten mal eine Verlinkung machen. Darüber könnt ihr dann, wenn ihr euch die Testversion runterladet, bekommt ihr dann, müsst ihr natürlich eine vernünftige E-Mail-Adresse angeben. Darüber bekommt ihr dann, sobald ihr das runtergeladen habt, eine weitere E-Mail mit einem 30-Euro-Coupon. Also sprich, ihr spart dann nochmal 30 Euro. Wie lange das gilt, kann ich nicht sagen. Ob das jetzt noch gilt, wenn das Video online kommt, weiß ich natürlich nicht. Weil müsst ihr halt einfach mal schauen. Ja, das soll es denn soweit gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Ansonsten abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Video. Bye bye und ciao.